Seit 20 Jahren vertraut die Gütersloher Hagedorn Unternehmensgruppe Nutzfahrzeugen von Scania. Gerade erst wieder hat sich der führende Abbruchspezialist in Deutschland für 4 neue Scania-Sattelzugmaschinen vom Typ S650 und S580 entschieden. Eingesetzt werden die Scania hier zum Beispiel auf einer Baustelle in Köln, aber natürlich auch überall woanders im Bundesgebiet. Eigentlich sind sie ja viel zu schade für die schwere Arbeit abseits befestigter Straßen, könnte man denken. Doch die Fahrer sind von den Alltagsqualitäten ihrer neuen Arbeitsgeräte mehr als begeistert. Die ganzen Jahre, die ich schon fahre, ist das Beste, was ich bisher gefahren habe. Und ich meine, ich fahre jetzt 4 Wochen, aber im Vergleich zu anderen, also ist das Ding schon super. Die Hagedorn Unternehmensgruppe besetzt die gesamte Bandbreite an Dienstleistungen im Abbruchgewerbe. Vom Abriss über die Entsorgung bis hin zum Tiefbau oder Revitalisierung. Dass ausgerechnet Scania S650 in der Highline-Ausstattung bei der Hagedorn Unternehmensgruppe im Einsatz sind, ist kein Zufall. Firmengründer Thomas Hagedorn und Uwe Schmidt vom Verkauf Scania Nutzfahrzeuge in Bielefeld verbindet eine langjährige Partnerschaft. Früher hat Thomas Hagedorn sogar selbst einmal als Fahrer hinter dem Lenkrad eines solchen Scania-Haubers gesessen. Diese Zeit hat ihn geprägt. Beeindruckt ist er bis zum heutigen Tag von der großen Zuverlässigkeit. Angefangen hat es damit, dass ich selber früher auf einem LKW saß und selber Scania gefahren bin. Und so fangen ja dann solche Liebeleien und Erfolgsstorys an, wie bei unseren Baumaschinenlieferanten, genauso wie bei den LKW-Lieferanten, war Scania derjenige, den ich durch eigenen Test am meisten abgewinnen konnte. Also es war eine Top-Qualität. Und da sind wir dann bei geblieben. Und es ist ein hervorragendes Produkt. Wir haben keinen Ärger. Wir haben nie den Ansatz gehabt, darüber nachzudenken, mal eine Fabrikation zu wechseln, und haben eine hervorragende Betreuung. Bei der Übergabe der neuen Sattelzugmaschinen durch Uwe Schmidt von Scania in Bielefeld ist der Chef von 480 Mitarbeitern, dessen Unternehmensgruppe es in 2 Jahrzehnten zur Nummer 1 in der deutschen Abbruchbranche geschafft hat, persönlich dabei. Hagedorns Begeisterung ist nicht zu übersehen. Also ist von der Haptik toll, das ganz neue Design von Armaturenbrett stark. Es fühlt sich sofort gut an. Sitzen hier auf den Ledersitzen, und so ist es dann auch da. Es ist natürlich Scania ein Teil der ganzen Erfolgsgeschichte, weil es ist Motivation für den Fahrer. Das Auto motiviert den Fahrer. Der Fahrer bringt eine Top-Leistung. Top-Leistung führt zu wirtschaftlichem Erfolg. Das sind eigentlich so die Komponenten, die da ineinander spielen. Und ja, toll. Da würde man gerne selber erstmal wieder eine Runde einen Bagger abholen oder eine Runde Schüttgut fahren. Ist schon des Öfteren dann angenehmer als am Schreibtisch. 3 der neuen Scania-Zugmaschinen, alle ausgestattet mit umfangreichem Chrompaket, Ledersitzen und sogenannter voller Hütte, verfügen über die ebenso leistungsstarke wie wirtschaftliche V8-Motorisierung mit 650 PS und 16,4 Litern Hubraum. Wie der S580, ebenfalls ein 8-Zylinder, ist auch der S650 vor allem für hohe Wirtschaftlichkeit bekannt. Auch führen die neuen Motoren zu einer Senkung des Gesamtgewichtes und niedrigeren Wartungskosten. Der S580, der für das zur Hagedorn-Unternehmensgruppe gehörende Gütersloher Wertstoffzentrum unterwegs ist, verfügt übrigens über einen Walking Floor. Sein beweglicher Schubboden ist besonders zum Transport von schweren Gütern geeignet. Grundsätzlich hat sich Geschäftsführer Alfred Winkelmann von allen Vorteilen der neuen Scania überzeugen lassen. Scania ist für uns ein absolut zuverlässiges Produkt. Wir sind als Nummer 1 im Abbruch bundesweit unterwegs. Es ist absolut wirtschaftlich einsetzbar, das Fahrzeug, durch ein sehr gutes Servicenetz, auch bundesweit. Wir werden sehr gut vom Vertrieb unterstützt. Ist für uns einfach eine runde Sache. Vor allem aber ist für die Hagedorn Unternehmensgruppe die Problemlosigkeit und Robustheit der neuen Scania Zugmaschinen unverzichtbar. Enge Zeitfenster und extreme Anforderungen im Abrissgewerbe und in allen anderen Unternehmensbereichen erlauben keine Ausfälle, und die gibt es auch nicht.
Die LKWs laufen bei uns 5 Tage die Woche. Wir fahren auf jede Baustelle, wir kommen auf jeden Baustellen gut zurecht. Das heißt, wir kommen gut auf die Baustellen rauf, wir kommen runter, enge Gassen, kein Problem. Unsere Fahrer sind damit sehr zufrieden. Da gibt es überhaupt gar keine Schwierigkeiten. Das ist ein schönes Auto. Dass die Auswahl ausgerechnet auf das V8-Aggregat gefallen ist, liegt aber auch an den vielfältigen Ansprüchen, denen Zugmaschinen bei der Hagedorn-Unternehmensgruppe genügen müssen. Nicht selten meistern die Scania hier nämlich nicht nur klassische Baustelleneinsätze, sondern werden auch als extrem belastbare Zugmaschinen für den Transport von schweren Baggern und Radladern eingesetzt. Ganz egal, wo in Deutschland abgerissen wird.